Moin befreundete simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle heute auf dem YouTube-Kanal der Modbox einen großen, aber wirklich großen Hühnerstall vor. Dieser Hühnerstall wird zur Verfügung gestellt von Jelonek und der und die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung, dass dieser Mod auch für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde Konsole, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können es am Modhub runterladen und nutzen. So, und wenn ich groß sage, dann meine ich groß. Also. Wir fangen erst einmal an zu finden, unter Bauen, unter Tiere, dann unter Hühner und ich habe hier von 120.000 Euro ein Mordsgebäude. Ich platziere einmal spaßhalber, damit man sieht. Ne? Also 120.000 Euro und 125 die Baukosten jetzt, gehört ja euch. Jetzt passen in diesem Hühnerstall sage und schreibe 5.000 Hühner rein. Ja, das ist schon eher eine Hühnermasse als ein Hühnerstall. Ich habe mir jetzt die Mühe, also ich habe hier zum Beispiel. Ne? Ihr könnt dann öffnen und schließen, habt ihr hier die Zufuhr für das Getreide, für das Hühnerfutter. Das Futtersilo passt insgesamt 20.000 Liter, das heißt, ihr könnt 20.000 Liter Getreide reinfüllen, dann ist das Ding voll. So, jetzt, was ich auch sehr, sehr cool finde, ihr öffnet die Tür, habt ihr quasi eine Art Vorraum. Hier seht ihr schon die Spawnfläche für die Eier. Und hier so ein bisschen Dekoration und ein Vorraum, hier könnt ihr ein bisschen noch Fahrzeuge parken, was für ein Geier. Hier geht es dann in den Hühnerstall selber rein. Ich habe schon ein paar Hühner gekauft. Und hier geht es dann halt auch raus. Also ihr könnt heute auch rein und durchfahren. Würde auch funktionieren. So, jetzt habe ich schon 1262 Hühner gekauft und es nimmt kein Ende. Und ich wollte mich jetzt nicht hier eine Stunde hinstellen und 5000 Hühner kaufen. Also, da habt ihr, also, wenn das Ding wirklich voll macht, der hat Bock auf Eier. Steht immer an, wo ich weiß hier. Also, ich weiß nicht, was der dann für Eier rauswirft, aber. Also, das war wirklich ein Mord auch, weil man kann leider nur 60 Hühner kaufen. Wenn ich jetzt sagen könnte, ich kann direkt 1000 kaufen oder 500 oder was der Geier, würde ich sagen, jo, machst du, aber so seht ihr, ihr kauft euch dann wohl, bis ihr bei 5000 seid. Also, es ist schon wahnsinnig. Also, muss man echt sagen, aber es ist trotzdem, wie gesagt, ich kann die Zeit noch mal ein bisschen höher setzen. Ich kann die Zeit gleich mal höher setzen. Um mal zu schauen, ne, so gut, das machen wir jetzt nicht. Ist ja wurscht. Wir machen das mal einfach hier rüber. Na, kommt bitte hell. Ja, okay, es ist kein Futter im Stall. Aha, okay, ich habe kein Futter im Stall. Ja, gut, aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Es sind super viele, also ihr könnt echt mega Hühner machen. Also habt ihr wirklich so die Möglichkeit, jetzt reden wir noch, ja, moin. Also wirklich eine Hühnermasse zu betreiben. Und gerade wenn ihr mit Produktionsstimmen braucht, habt viele Eier, ist das natürlich genau das Richtige für euch. Ne? Aber ich finde halt wirklich schön, ah, das Gebäude wird, ne, hier noch eine Länderkennzeichnung. Gut, kann ich jetzt eigentlich lesen. Klimaanlage, natürlich zur Belüftung, Stall und. Gebäude finde ich, ist in Ordnung, Kameraüberwachung ist es auch. Ne? Also es passt auf jeden Fall zum Hühnerstall. Ne? Also das muss ich wirklich sagen. Ja, also wie gesagt. Torbögen anheben können wir auch noch machen. Ach so. Seht ihr, wenn ihr sogar wollt und keinen hier drin habt, könnt ihr sogar als Halle, als Abstellraum für Fahrzeuge nutzen. Also sehr, sehr cooles Gimmick, muss ich sagen. Passt auf jeden Fall. Ja, dieses Gebäude an sich finde ich sehr, sehr schön. Macht einen guten Eindruck. Wir haben 5000 Hühner, ist wirklich eine Aufgabe, das steht mal fest. Gerade jetzt mal alles kaufen oder zu züchten. Man kann es ja auch züchten, man muss ja nicht 5000 kaufen. Man kann ja auch auf der Länge des Spiels sagen, okay, ich kaufe jetzt nur 2500 und der Rest soll sich reproduzieren. Das ist man ja dann. Ja gut, aber mehr kann ich euch zu diesem, ja, Gebäude auch gar nicht sagen, außer wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, schreibt es in die Kommentare, wie ihr den Mod findet. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao.